meinem Haus gewesen, am Rhein unterwegs. Folglich tun wir heute Spinnfischen auf Barsch, Zander, Hecht.
Michael Lüttke vom Team Jensee. Raubfischangler aus Leidenschaft. Und habe mich über die Jahre hier im Rhein auf Hecht, Zander und Barsch spezialisiert. Das ist unser neuer Chat, der Firetail-Chat. Und ich teste den gerade mal aus, ob er mir vielleicht einen schönen Zander bringt, einen Hecht oder vielleicht sogar einen Riesenbarsch. Ja, hallo, ich bin Armin Adam vom Team Jensee. Ich versuche hier gerade einen Zander zu erwischen mit der neuen Whiplex One hier am Rhein in der Startenausführung, die Strong-Version. Und dem schönen Moto Oil River Shed. Hi, ich bin der Tim Klemann. Ich versuche jetzt gerade hier auch mit der Whiplex One von Jensee ein paar Zander zu fangen, wie die anderen auch. Und ich bin guter Dinge, dass es heute klappt. Okay, dann Petri. Petri, dank. Armin, wie läuft's bis jetzt? Ist Fisch da? Ja, gerade eben schon die erste Aktion gehabt. Gerade eben die erste Aktion gehabt, da hat man da Gummifisch ziemlich nach unten gezogen. Ja, jetzt gucken wir mal. Wird auf jeden Fall was gehen. So Björn, ich habe jetzt die anderen abgeklappert. Wie sieht's aus? Hat sich Fisch bemerkbar gemacht? Ja, der Armin hat eben schon Biss gehabt neben mir. Und bei mir hier eben vor mir hat es schon zwei, dreimal geraubt. Also ich bin guter Dinge, dass wir hier gleich was fangen werden. Also Fisch ist auf jeden Fall da. Aber viel wichtiger ist das hier. Das ist unsere gute Whiplex-Spin aus dem Hause Jensee. Ja. Die Strong-Serie bis 75 Gramm in 270. Hat sich echt zu einem Favorit bei mir rauskristallisiert. Und gerade beim Spinnfischen mit Wobbler oder Gummifisch. Top Rute und Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Auch von der Ausstattung her. Echt, muss man sagen. Schönen schnellen Blank, nicht allzu straff, also auch wenn man großer einsteigt, verliert man nicht vor den Füßen, weil dann noch ein bisschen Restdampf die Rute im Blank hat, wo man jedem Fisch gutes Paroli bieten kann. Tim, was ist passiert? Ich bin gerade mit dem Popper hier ein bisschen an der Oberfläche lang gegangen, weil ich ab und zu mal ein paar Fische geraubt gesehen habe. Und jetzt ist mir ein kleiner Rappen eingestiegen auf dem Popper. Zeigst du uns mal, ne? Natürlich. Mal gucken, ob das nicht nochmal da ist. Fisch. Hier, Fisch. Wer bist du denn? Hey, was ist denn das? Hahaha. Sieht nach Zander aus. Jawohl! Zander, das sehen wir doch nicht. Was für ein schöner. Ja, der Rivershed rockt den Rhein, hey. Den zeigst du uns nochmal, ne? Also jetzt fangen die hier alle die Fische, ich fasse es nicht. Ein kleiner schöner Reinrapfen auf dem Popper, geht auch bei Nacht, super. Petri! Petri, dank, und da drüben ist der Zander, auf geht's. Hier, der Zander, ist ja voll Stress hier drin. Okay, der ist aber klasse. Super Fischarm. Wie
gefangen? Wie hast du das jetzt gemacht? Ganz normal gefaulenzt. Schön mit dem Rivershed. Motoroil. Super. So, ich versorge jetzt erstmal den Fisch. Bitte. Ja, am Rhein ist es so, meistens wenn die Schiffe fahren, werden die Fische nochmal aktiv. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit wetterbedingt hier Sturm, Regen, ja, waren nicht so die tollen Bedingungen. Und jetzt hat der Wind ein bisschen nachgelassen, der Regen hat nachgelassen und schon fahren die Schiffe wieder und schon beißen die Fische. Der Armin hat einen schönen Zander gefangen, der Tim einen Rapfen, ich war ein bisschen weiter weg, habe unter den Bäumen geangelt, auch einen Zander drauf gehabt, leider verloren. Ein schöner Barsch ist nachgelaufen, da war es noch ein bisschen heller wie jetzt. Ja, die Resonanz, die Fische sind da, auch wenn es mal schwierig ist. Man muss halt am Ball bleiben, nur wer am Wasser ist, fängt Fisch. Und wie gesagt, sobald die Schiffe wieder fahren, man hört es gerade, kommt Bewegung ins Wasser und die kleinen Fische werden aus der Steinschüttung am Rhein rausgespült. Das heißt, die können sich nicht richtig halten, kommen wieder raus und die Zander, die Raffen, die Barsche, die Hechte und die Walle patrouillieren an der Schüttung lang und wollen diese Fische fressen. Momentan haben wir ja Brutfisch ohne Ende. Und dann klappt es ganz gut, mit kleinen Wobblern zu angeln oder kleinen Gummifischen. Ich habe jetzt hier wieder einen kleinen Fingerling drauf. Da ist es sogar relativ egal, die Farbe. Also ich bin der Meinung, mit bisschen Geräusch, also Geräuschrasseln, ist ganz gut. Bringt mehr Fisch. Die anderen sagen, ohne fangen sie besser. Das ist so eine Glaubensfrage. Seid einfach im Wasser, haut was raus. Ich wünsche jedem dickes Petri. Und nur wer im Wasser ist, fängt Fisch. Armin, du hast gerade einen Zander gefangen. Schön. Wie groß war der? Wie hast du den gefangen? Erzähl mal. Ja, er war so um die 70 beim Faulenzen im Rivershed. Ja. Wie faulenzt du? Ich lasse den Köder absinken, ja, beschleunigen kurz und lasse ihn dann kurz über den Grund hüpfen. Also durch die Strömung hier am Rhein wird er kurz über den Grund gehoppelt. Ja, und meistens kommen dann die Bisse. Okay, dann fangen wir noch ein. Ich werde mein Bestes tun. Danke. So, Tim, du hast gerade einen schönen Rapfen gefangen. Erzähl mal. Ja, genau. Ich hatte sie an der Seite rauben sehen. Dann habe ich mir einen Popper drauf gemacht. Was hast du drauf gemacht? Ein Popper. Okay. Oberflächenköder. Ca. 8 cm groß. Und dann kam auch gleich der Einschlag. War jetzt auch für mich was Besonderes, weil es auch der erste Oberflächenfisch bei Nacht war. Hatte ich so auch noch nicht. Von daher richtig geil. Ich denke mal, es geht gleich so weiter. Okay, dann fangen wir's. Genau. Kannst du deine Faulenzer-Technik mal kurz erklären? Ja, das ist die ganz typische, wie man sie auch kennt. Werft den Köder aus, wart bis er auf dem Grund ist, macht dann nur über die Rolle, nicht über die Rute die Aktion. Das heißt, ich mache 2-3 schnelle Kurbelumdrehungen, lasse den Gummifisch wieder absicken und das wiederhole ich, bis der Köder bei mir ist. Und wann kommen bei dir die Bisse in der Regel? Ja, kennt man ja üblicherweise 90% in der Absinkphase. Und gerade hier beim Rhein bei uns ist es so, die letzten 10 Meter vor der Packung sind eigentlich die heißesten, weil die Zander die Packung hoch und runter patrouillieren und da die Beutefische aufgabeln. Das heißt, da nochmal besonders wach sein. Okay, na dann Petri. Petri, dank. Hallo Björn. Hi. Kann man da gut angeln? Ja, bei der Musik ist das super. Hat man sogar noch einen schönen Rhythmus. Ja, lassen sich die Zander ein bisschen beeindrucken davon? Überhaupt nicht. Das sind wir hier gewöhnt am Rhein. Hier ist so viel Trubeljubel, Heiterkeit. Das umliegt nicht die Krone. Ganz im Gegenteil. Die fangen jetzt auch an zu tanzen unter Wasser. Ich mache zum Beispiel beim Faulenzen alles über die Rolle. Ja, für mich ist es wichtig, eine geile Rolle zu haben. Ich habe jetzt hier eine Shimano-Rolle, die Vanquish, mit der bin ich super zufrieden. Die hat auch einen guten Schnureinzug. Also man muss es ja immer mal im Flachwasser ausprobieren, wie weit überhaupt so ein Gummifisch springt. Ne? Wenn man eine Kurbelumdrehung macht oder zwei, damit man auch im Kopf umsetzen kann, wie schnell muss ein Zander auf meinem Köder hinterher sein, wenn ich halt mal ein, zwei Kurbelumdrehungen mache. Das muss man sich halt immer bewusst sein. Und ich finde einfach, das sollte man ausprobieren, je nach Rollenmodell.
Der Tim angelt zum Beispiel eine Mitchell Promec, der Armin angelt eine Ryobi. Die haben alle unterschiedliche Übersetzungen. Da sollte man halt schon gucken, wie schnell ist mein Köder unter Wasser. Gerade beim Faulenzen im Winter, wenn die Fische ein bisschen träger sind, sollte man schon wissen, wie schnell sein Köder unter Wasser ist. Ich höre, das Disco-Schiff kommt. Oh. Ich glaube, du sollst wieder angeln. Los geht's. Die Zander tanzen. Die Zander gehen wieder. One, two, one, two. Björn, bei dir hat's geschnackelt. Erzähl. Ich hatte einen kleinen Zander auf dem Wobbler und direkt an der Kante zum Flachwasser. Ist eine Lütte und den lasse ich jetzt wieder schwimmen, weil der darf noch wachsen. Catch and release ist ganz wichtig, weil der Nachwuchs, der soll ja auch groß werden und die nächsten Generationen sollen ja auch was von unserem Fischbestand haben. Hier gnadenlos jeden Zander abzuschlachten, macht leider auch keinen Sinn. Also denkt an die Zukunft, an eure Kinder und Kindeskinder. Den einen oder anderen Fisch, der vielleicht doch nicht so groß ist und vielleicht nur eine halbe Portion, setzt du doch bitte wieder zurück. Catch and release and party cheese, ne?